Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Bernaino, wo wir vor einem unheimlich spannenden Saisonfinale stehen. Wir haben jetzt bei der Tour of Turkey noch die drei letzten Flachetappen vor uns und brauchen noch 39 Punkte, um die unheimlich hochwichtige Stufe 12 zu erreichen, damit wir jetzt in dieser Saison nochmal einmal Kopfsteinpflaster pushen können, was wir ja so hart trainiert haben. Das wird hart. So, gleich rein in die nächste Etappe. Ich hoffe mal, wir erreichen das noch. Ich habe mir die beiden Etappen, die jetzt als erstes kommen, auch angeguckt. Da ist Potenzial drin, dass wir vielleicht was reißen können. Wir sind Zweiter im Moment bei dieser Rundfahrt. Und ich denke mal, wir müssen entweder Etappen gewinnen, um diese 39 Punkte noch zusammenbekommen. Oder wir müssen die gesamte Rundfahrt gewinnen, was natürlich echt schlecht ist, da wir im Moment 25 Sekunden zurückhängen. Selbst wenn wir beide Etappen gewinnen, der aber mit uns ins Ziel kommt, kriegen wir ja nur minus 20, haben wir also immer noch 5 Rückstand. Dann ist der halt der im Führenden im Gelben auch noch der Führende in der Nachwuchsfahrerwertung. Also da werden wir auch keine Punkte kriegen. Also wir müssen jetzt am besten die nächsten beiden Rennen gewinnen. Greetings to all. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain, but at least the teams with sprinters won't be complaining, and of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Ja, und damit herzlich willkommen zur sechsten Etappe. Ist es der Tour of Turkey? Ja, wir haben immer noch kein Team. Ja, stimmt, ich mache immer wieder auf Pause. Ich muss ja gar nicht so viel einstellen. Ich kann hier mal direkt losmachen. Ja, wir müssen am besten jetzt, wenn es geht, diese Etappe hier gewinnen. Oh, fahren wir ein bisschen zurück, Ino. Ja, am besten in das gelbe Trikot. Hey, gelbes Trikot, fahren wir vorher. Genau. Ich habe keinen Teamkameraden, der mich beschützen kann. Ich bin auf euch angewiesen. Irgendwie scheinen sie hier gleich mit dem ersten Angriff nicht zufrieden zu sein. Also hier vorne haben wir 4, 5, 6. Da hinten geht es aber noch munter ab. Und alle wieder eingefangen. So, Whoa, sind there's an wieder attack drei from noch inside the breakaway unterwegs. group. Tempo bleibt hoch. Ja, also bei der Etappe hier. Ja, unter Umständen, aber der Hügel ist sehr, sehr kurz und auch nicht gerade steil. It's an Da attack! können wir was versuchen. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ob da irgendwas klappt, steht allerdings in den Sternen. Wie gesagt, er ist eigentlich viel zu kurz. Da können normalerweise so ebenen Fahrer einfach mal so rüberhämmern. The little promenade is over. The group has been overhauled. Denn mit den There's an Angreifern attack in scheinen the sie im leading Moment group. überhaupt Some nicht riders zufrieden zu were not sein. giving it their all and sharing the pace. Die beiden durften weg, jetzt sind wieder zwei unterwegs. There's a breakaway. Das fällt aber schon wieder ganz scheiße. Vielleicht zieht sich es ja bis zu diesem Sprint hin, dann könnten wir uns hier vielleicht die minus 6 Zeitbonifikation holen. So, aber jetzt ist wieder Ruhe. Zwei Leute sind weg. Jetzt gehen nochmal zwei. Oh, aber Matrazo hier goes onto ist the doch attack. Tartaletto, ne? Ja, Relay, Tartaletto zieht direkt wieder an. Ich glaube, die wollten sogar noch angreifen. Sieht zumindest so aus. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. Ja, die They wurden wieder obviously don't have eingefangen. anybody in the breakaway group. Tempo ist jetzt auch wieder langsam geworden. Ja, aber hier gehen noch mal welche. There's now more than a minute between them. Und da geht doch gleich Several wieder, riders fällt are das attempting Tempo to hoch. break away. So, wieder eingefangen. Na, die zwei scheinen irgendwie sicher weg zu sein. Jetzt gibt es da noch 2 Sekunden. 25 Sekunden sind wir zurück. Ein bisschen ist noch, vielleicht greift ja auch noch einer an. Ich sag mal ein bisschen. That's more than 2 minutes separating them. Aber da wollen sie anscheinend nicht hinterher. Ja, ich werde jetzt mal mein Glück versuchen. Lalala, der Bernaino, der greift mal an. There's a rider trying to break away from the bunch. Oh, so bis zur Hälfte rot. Ihr scheiß Motorräder blockt mich hier bloß nicht.
22 geht noch nach oben. Denke ich mal, können wir noch ein bisschen runterdrehen, oder? 75. Das ist auch geil. Gegenüber den anderen machen die so einen Stress. Aber hier der zweite, auf mal gehen. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ah, weiter runterdrehen, nicht zu viel Energie verbrauchen. Brauchen noch ein bisschen Saft für den Schluss. Haben wir easy eingefahren. The pack is putting the squeeze on the breakaway. Bremsung. Und da haben sie Bernhard wieder eingefangen. Aber wir haben uns zumindest mal minus 2 organisiert hier. Hier sitzt er auch gar nicht so schlecht. Beim Bergtrikot hängen wir auch nicht so weit hinterher. Vielleicht können wir uns da ja auch noch den einen Punkt gibt's nur noch, ne? Ne, zwei gibt's. Klassement. Berg. Na, dann wären wir auf 2 Punkte dran. Wenn sie es anbietet, holen wir uns die auch noch und dann mache ich euch erst einen Cut. Naja, plus 3 hat, ne? Das muss man auch schon ausnutzen. Halten nun alle wieder full. Also richtig lassen sie die beiden aber auch nicht weg, ne? Alles sehr nervös hier. 8 Kilometer noch bis zur Bergwertung. Jetzt schon nur noch 5. Komm ey, die holen wir uns auch. Und da ist Bernard wieder unterwegs. Richtig am Angreifen auf dieser Etappe hier. He's off on his own. The team sponsor won't be disappointed. Die Stromlinie ist halt noch nicht wieder da. Vielleicht reicht das aber auch so. 30 haben wir schon. Können wir bestimmt wieder auf 75 schon mal runterdrehen. Komm, 65 wäre. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Da hinten kommen sie. Oh, ein bisschen ist noch. Ah, es müsste reichen. Ja, da kommen sie. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Kommen wir hier rüber geschlichen. Den haben wir auch eingefahren. Sind wir auf 2 Punkte immerhin dran. Komm hier. Kommt mal ran hier. Wo bleibt ihr denn? So, da sind sie wieder dran. Zack, hier schön hinterm gelben Trikot bleiben. Er ist jetzt nicht wirklich hinterm gelben Trikot. Lass ihn doch mal zurückfallen. There's a sustained rhythm at the moment. Halt. Some riders definitely nicht. Won't be able to keep up. Aber halt mal kurzzeitig 2 hier. Das gelbe Trikot ist immer noch hinter mir. Kann nicht wahr sein. So, jetzt sind wir gut platziert. Ich mache euch jetzt hier einen Cut bis zum Ende des Rennens. Ja, und hier 2 Kilometer vor der Sprintwertung nehme ich euch wieder mit. Ich hänge hinter Dalla Donna oder wie der auch immer heißt. Ist zwar jetzt nicht sicher, aber nee, kriegen wir nichts. Schade. Haben wir zwar ordentlich Energy verbraucht, aber ich hoffe mal, wir kriegen die wieder bis dahin, wo wir angreifen wollen. Gelbe müsste auf jeden Fall reichen. Dalla Valle heißt er. Ja, noch haben wir erst Hälfte gelb wieder. Es läuft auch im Moment. Ich hab wahrscheinlich ein bisschen zu doll gesappt. Es läuft gerade ein bisschen schwammig. There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go, it's beginning to look as though it's going to end in a mass sprint. Boah, er fällt immer weiter zurück und ich darf mich hier noch nicht irgendwo ranhängen. Da haben wir Games.
Jetzt geht es. Häng nicht mal an denen ran. Die sind relativ weit vorne. Das Görman. Nimm mal das grüne Trikot. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Ja, das ist so ein Vorhügel. Und jetzt kommt der Hügel, wo ich dann vielleicht beim zweiten Mal angreifen möchte. Boah, der schön einer einen Schlag mitgegeben. Und das ist er. Das the riders are taking their foot off the accelerator. Either they're getting a bit hot, ja, grüne Trikot, or they're saving themselves for the final dash. Immer weiter zurück. Häng nicht mal lieber bei irgendeinem von Tartelletto ran. Ah ja. Oder die hier. Weh, ihr fällt jetzt auch wieder zurück. 10 kilometers to the finish line. 10 Kilometer noch. Du musst hier ganz vorne an. The sprinters are positioning themselves up front. It'll probably be a mass sprint finish. Das ist der in Anführungsstrichen Hügel. Nee, das ist der Vorhügel. Games müsste eigentlich der Beste sein. Hat er es genommen? Nein, hat er nicht genommen. Jetzt erst. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Nee, keine Chance. Ich versuch's zwar normal, aber das macht, denke ich mal, keinen Attack Sinn. With the finishing line within reach. Der kann zumindest nicht mehr. Ino will auch nicht mehr können. Ne, das wird nichts. Alter. Oh my, the guys up front aren't going to be making too many friends today. Superb sprint victory. He was the strongest at the last. Ich weiß doch jetzt schon. Bei mir wird die Lücke nicht zählen. Made it through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass diese Lücke zählt. Egal. Dann erreichen wir halt unsere Stufe 12 nicht mehr. Ich soll sein, der Hügel war einfach wieder nicht steil genug. Hatte ich ja schon am Anfang der Etappe gesagt, da hämmern so richtig gute Ebenenfahrer, die hämmern da einfach drüber. Da sind wir. Ja, normalerweise wäre das keine Lücke, aber ich denke mal, weil ich hinten hin da gehangen habe, wird das als Lücke gewertet. Das ist meistens so. Ja, da ist Ino im Bild, das können wir uns schenken. Und, habe ich recht? Oh, es wurde nicht als Lücke gewertet. Naja, der kommt auch mal vor. Allgemein, ja, dadurch, dass wir die 2 Sekunden, haben wir 2 Sekunden gut gemacht. Beim Berg sind wir auch 2 Punkte dahinter. Ja, hier dasselbe. Ja, für das Punktetrikot werden wir jetzt nicht großartig was kriegen. Jo, dann machen wir hier weiter und haben... trotz, dass wir im Moment auf Platz 2 sind, gibt der uns dafür trotzdem keine Punkte. Von dem Manager bin ich auch schon wieder total enttäuscht. Ich kann euch das mal hier zeigen. Also, hier läuft ja die Tour of Turkey. Davor war Paris-Burg. Also sonst läuft hier kein anderes weiteres Rennen. Und er hätte genug Leute, um mir hier bei der Tour of Turkey welche mitzugeben. Und dann um die 3 Rennen auch noch zu fahren. Haben wir einfach genug Leute in unserem Team. Das hier kann ich euch zeigen. Das würde gehen. Das kannst du doch in 2 Teams aufteilen. 1 fährt die Tour of Turkey und 1 fährt die letzten Klassiker. Aber nein, er lässt mich alleine fahren. Und ja, dadurch werden wir Stufe 12 wahrscheinlich nicht erreichen. Egal. Wir geben hier unser Bestes. Jetzt bei der Etappe, die jetzt kommt, die habe ich mir angeguckt, da ist die Chance ein bisschen größer. Denn
Der Hügel hier ist ein bisschen steiler, der ist ja auch als Hügel gewertet mit Kategorie 3 und danach geht es wirklich nur bergab. Jetzt müssen wir wirklich nur noch wieder eine gute Form bekommen. Drückt mir bitte die Daumen, dass das klappt. Ladies and gentlemen, welcome. Today's terrain is fairly level, so it's ideal ground for those who are good on the flat. We should have sun along the whole length of the route. Ja, und damit herzlich willkommen zur vorletzten Etappe der Tour of Turkey. Und ja, wir haben eine gute Form eingefahren mit plus 2. Und trotzdem muss ich euch hier kurz einen Cut machen, weil es gerade an der Tür geklingelt hat. Und da bin ich wieder und los geht's auch. So, letzte Chance jetzt hier noch was zu reißen. Auf der Etappe hier. He's making a break! Und naja, die Chancen, much idea what's lying in front of him. Die Chancen bei der Etappe sind deutlich größer wie bei der davor. Ino sitzt hier eigentlich ganz gut, da können wir in die Action gehen. Da sind zwei unterwegs. Die nächsten beiden greifen an. Und noch einer hinterher und noch welche hinterher. Im Moment sieht das Feld das noch recht entspannt. Aber wahrscheinlich die hier, die greifen doch auch noch an, ne? Na, wenn das wirklich Chris Froome sein sollte. Ich bin ganz ehrlich, seitdem er keine dopigen Mittel mehr nimmt, ist er nicht mehr so stark, ne? Der war 100 pro gedopt. Ja, E3 jagen sie auf jeden Fall noch, richtig. So, die wurden eingefangen, aber es sieht so aus, als wenn weiter gejagt wird. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. Da wurden sie eingefangen, aber die nächsten zwei sind schon wieder unterwegs. Whoa, there's an attack from inside the breakaway group. Motorrad wurde eingefangen. Hier, mal wieder vom Gendarmerie-Motorrad geblockt. Das Gendarmerie-Motorrad ist so scheiße. Things are heating up in front. Entschuldigung. So, hier sind wieder zwei unterwegs. Hier könnte man natürlich einen super Coup landen, ne? Zum einen hier die Bergwertung mitnehmen, das gibt 6 Punkte, dann werden wir im Bergtrikot und dann noch die Etappe gewinnen. Das wird natürlich ordentlich Punkte bedeuten. So, es fällt es wieder zusammen. Das Motorrad löst sich auch jetzt erstmal. Und da gehen die nächsten Angriffe ab. It's a good moment to show the team colors. Die beiden unterwegs, drei noch hinterher, aber ja, das Motorrad wurde leider im Feld geblockt. The pack has just reeled in the escape group. Und da geht schon wieder der nächste Angriff ab. Einer ganz alleine. Kann auch schon nicht mehr. Aber der darf gehen. Natürlich, da wir jetzt die letzte Etappe nicht gewonnen haben, können wir kaum noch die Rundfahrt gewinnen. Es sei denn, wir gewinnen diese Etappe und fahren genug Vorsprung raus. Aber dafür ist wahrscheinlich der Anstieg ein bisschen zu kurz. Er ist zumindest leicht gelblich bis dann oben an der Spitze in den orangenen Bereich rein. Ja, er ist immer noch alleine unterwegs. Völlig im Arsch. Können wir jetzt ja mal am Anstieg sehen und fahren sie noch There's richtig now Tempo? More than a minute between Nö, them. Eigentlich nicht. Naja, könnten wir uns ja hier vielleicht noch die 4 Sekunden holen. Na, dann setzen wir mal bis dahin. Okay, jetzt geht noch was. It's an attack. Gucken, wie das Feld das sieht. Nee, die beiden lassen. Nee, drei sind's, ja. Die lassen sie nicht gehen. Wurden schon wieder eingefangen. Jetzt versuchen sie es nochmal. Several riders are attempting to break away. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously okay. don't have anybody in the breakaway group. Jetzt werden sie aber nicht mehr gejagt. Ja, dann können wir uns den Sprint the auch nicht rider holen. Is now more than 2 minutes ahead of the peloton.
Ja, und dann mache ich euch hier einen Cut, ne? Und hier kurz vor dem Hügel nehme ich euch dann wieder mit rein. So, und hier bei Kilometer 25 nehme ich euch wieder mit rein. Die Gruppe ist immer noch vorne, nicht ganz eine Minute. Jetzt kommen ja mal so ein paar Vorhügel. Im Moment sind wir gut platziert. Ich hoffe, niemand blockt uns irgendwie noch zurück. Wie der Kascha-Ruralfahrer hier zum Beispiel. Oh. Bam! Ey, wie viele Plätze ich schon wieder verloren habe. Ja, jetzt hält mich einer vom Bora auf. Und du kannst ausweichen, wie du willst. Die fahren dir trotzdem immer wieder vor die Karre. Als wenn man einen Magneten am Arsch hat. Naja, Gruppe sollten wir kriegen. Etwas über 30. Und die brechen auch zusammen. Die fahren jetzt schon wieder so schnell, als wenn sie da gleich über den Hügel auch rüberfliegen. Da kommt er. The pack is back on level terms with the breakaway group. Vielleicht machen sie jetzt ja, weil sie die eingefangen haben, ein bisschen langsamer, aber es sieht nicht so aus. Alter, ich hab Fuseln an und Punkt und fahr Leuten hinten rein? Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Meaning that an attack is highly unlikely. Ey, Bernard, gib mal alles. Attack with the finishing line within reach. Noch nicht Stromlinie, noch nicht. The pace is so high that a few riders are going to be very sore at the end of the day. Erstmal ein bisschen die Abfahrt ausnutzen. Im Bergtrikot sind wir schon mal. 24 Sekunden. Da ist eine Elva-Gruppe hinter uns. Weiß nicht, wie lange ich mit 89 fahren kann. 10 kilometers to the finish line. Gelbe Trikot ist sogar noch weiter zurück. Nur das Grüne ist hinter uns. So, Stromlinie rein. Wie gesagt, es geht zum Glück bergab. Trotzdem werde ich wahrscheinlich mit 89 nicht durchfahren können, oder? Wenn es immer so zwischendurch auch mal ein bisschen flach wird. 37 Sekunden. Das ist die 5 Kilometer Marke. Noch einmal ein bisschen rot. There are just 5 kilometers left. Das geht auch noch mal reingeknallt hier. Es geht immer noch leicht bergab. Noch sieht der rote Balken gar nicht so schlecht aus. 40 Sekunden. Mal gut, dass wir so ein guter Zeitfahrer sind. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Immer noch 40 Sekunden und noch ist rot da. Voll Power, Alter. Ich bin ganz ehrlich. Wehe, das wird nicht als Abstand gewertet, dann raste ich komplett aus. Aber so, juhu, wir haben mal wieder eine Etappe gewonnen. Aber wie gesagt, das ist immer bei diesen Spielen nicht sicher, dass das auch als Abstand gewertet wird, aber es müsste eigentlich. Alles andere wäre halt ziemlich lächerlich. Dann machen wir mal auf 8. Aber hey, wir haben nochmal mit Bernard Hinault eine Etappe gewonnen. Auch das gelbe Trikot ist auf jeden Fall nicht unter den ersten dreien. Jetzt nur mal so geguckt. Jetzt mal, wenn das nicht als Abstand gewertet wird, ne, dann wäre das mega lächerlich. Wenn es als Abstand gewertet wird, dann sind wir im Gelb-Trikot und müssen dann noch die letzte Etappe durchhalten. Alleine. Ohne ein Team. Hier seht ihr nochmal den guten alten Bernard ganz alleine. Puh, Alter. Wird das hier irgendwie Stufe 12 auf letzter Rille? Oder nicht? So, Ergebnisse. Die Spannung steigt. Jawohl, 20 Sekunden Abstand. Das bedeutet, wir sind im Gelb-Trikot. Yippie! Ganze 7 Sekunden vor dem zweiten. Hier haben wir uns auch nochmal auf den 6. vorgearbeitet. Das Bergtrikot haben wir auch eingeheimt. Und das Jungprofi-Trikot haben wir natürlich auch.
Ja, im Team, naja, da können wir nicht vorne sein. Wir haben keine drei Leute dabei. Gucken wir mal, was er jetzt an Punkten rausknallt. 28! Es fehlen nur noch 11! Leute! Vielleicht schaffen wir es doch noch. 11 Punkte, das wird ja wohl zu machen sein, ey, in der letzten Etappe. Tja, drückt mir die Daumen, dass es so ist. Wir gehen auch direkt rein. Letzte Rennen der Saison steht an. Das sind, glaube ich, nur etwas über 100 Kilometer. Ja, 119,5. Da gibt es zwar nochmal eine Bergwertung. Wenn der andere sich die holt, könnte es zwar sein, dass uns das Trikot noch wegnimmt, aber ich glaube, wenn wir alleine nur diese Trikots halten, dann sieht es ganz gut aus, dass wir diese Stufe noch erreichen. Das wäre so unheimlich toll. Ein Interview mit uns gäbe es nicht. Und ob wir hier noch Stufe 12 erreichen in dieser Saison, das seht ihr gleich. Hello to one and all. The profile of this race is quite flat. Expect a fast pace from the peloton. The weather conditions are excellent. Ja, und damit herzlich willkommen zur letzten Etappe der Tour of Turkey. Wir haben endlich das gelbe Trikot erreicht. Nochmal plus 3 hier eingefahren für die letzte Etappe. Das ist auch nochmal nice. Und es ist zusätzlich auch noch das letzte Rennen der Saison. Wir können direkt starten hier. Ich kann natürlich nichts machen. Ich kann jetzt nicht führen. Ich kann keine Abstände wegfahren. Aber zum Glück, hier sind sehr viele Sprinter, die ja jetzt hier zu den Favoriten zählen. Ich hoffe, die Sprinter-Teams machen das. There's a few riders jockeying for position at the front. Ja, ihr wollt doch bestimmt noch einen Sieg hier haben, ihr Sprinter, oder? Ja, Bernard mal ein bisschen zurückfallen lassen. So, die Angriffe gehen ab. Dann gehen wir mal nach vorne. Also die weg waren, die wurden auch gleich wieder eingefangen. Gehen die nächsten los. Ich glaube, die beiden da vorne sind sogar aus einem Team. Boah, das Motorrad wurde schon mal eingefangen. Das Motorrad ist auch schon eingefangen. Das ist ganz schlecht. Aber hier, das eine löst sich, oder? Muss nur noch an dem vorbei. Und da geht's Attack! Ab nach vorne. It's a good moment to show the team colors. There's an attack from inside the breakaway group. Ja, die sind aus einem Team, ne? Nee. Die Trikots sehen nur so ähnlich aus. Ja, das Motorrad kann ich euch leider nicht bieten. Das ist uninteressant. The current ist auch pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Aber die wollen die. Zumindest E2 wollen sie nicht gehen lassen. Bernard, vielleicht kannst du irgendwie nur ein kleines Stück zurück hier so. Ah, da ist der Berwick, den wir eben gerade auf der Etappe das gelbe Trikot weggenommen haben. Und natürlich auch das Trikot, was er trägt. Also wenn wir diese drei Trikots halten, dann müsste das locker 11 Punkte geben. The breakaway has now got over a minute on the pack. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Naja, jetzt ist Bernard hier wieder hinter den Führenden. Entspann dich doch mal ein bisschen, Bernard. Das ist hier die Sektfahrt. Lass dir von der Rennorganisation einen Sekt geben. Und das cutte ich euch jetzt hier nicht raus. Das ist das letzte Rennen. Das dauert ja auch halt nicht lange. Naja, jetzt schon nur noch bei 90 Kilometern. Aber das wäre ja unheimlich toll, wenn wir das jetzt noch schaffen könnten. Die Stufe 12, dann schön noch einen auf Kopfsteinpflaster raufgeben und dann können wir uns direkt am Anfang der nächsten Saison wieder voll auf Berg und Etappe konzentrieren. Ich bin jetzt schon guter Dinge, weil sie lassen, selbst die beiden lassen sie nicht so richtig weg. So, hier gibt es 2 Punkte. Wie viele Punkte haben wir im Klassement beim Bergvorsprung? Ey, 4! Ey, das reicht uns! Es sei denn natürlich, wenn er hier vorne wäre, der würde dann 6 bekommen.
A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Ja, aber der ist nicht dabei. Alles safe. Wir müssen nur noch durchkommen. Und sind hier eine Gefahr fürs gelbe Trikot? 14:21. 9:48. Auch keine Gefahr für mich. Wäre zu nice, wenn wir als Einzelfahrer die Tour of Turkey gewinnen könnten. Ja, und hier, man sieht es schon, es ist schon unter 2 Minuten. Die Sprinter-Teams lassen sich das hier nicht nehmen. Lassen wir unseren Einzelkämpfer jetzt mal Wasser holen. Das reicht dann locker bis zum Ende. Er hat das schon. Meine Güte, ey, was für ein spannendes Saisonfinale wir hier nochmal eingefahren haben bei der Tour of Turkey, weil der Manager uns hier kein Team zur Verfügung stellt. Ich gehe mal davon aus, wenn wir ein Team gehabt hätten, dann wäre das alles viel deutlicher geworden. Dann hätten wir wahrscheinlich auch diese Bergetappe gewonnen, weil wir ja die ganze Zeit beschützt worden wären und ordentlich Energy gehabt hätten. Aber wie man sieht, man kann es auch alleine hinbekommen. Allerdings, das hat mich ganz schön Angstschweiß gekostet. Weil es halt wirklich, jetzt noch dieses Kopfsteinpflaster am Ende der Saison mitzunehmen, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Weil ansonsten müsste man dann in der nächsten Saison da wieder Training drauf verschwenden. Weil ich werde dann, zumindest auf Kopfsteinpflaster, werde ich erstmal lange nicht mehr gehen. Fällt es auch auf jeden Fall schon wieder zusammen hier. Ich würde mal sagen, wir setten hier bis 10. There's now just 10 kilometers left. So, und dann nehmen wir uns Dupont. Dem fahren wir mal hinterher. The sprinters are positioning themselves up front. It'll probably be a mass sprint finish. Hat zwar nicht so wirklich was gerissen jetzt hier während der Rundfahrt, der Dupont. Nee, hängt aber auch immer im Halt relativ weit zurück. Und ich kenne das Team ja selber. Das Team ist echt ziemlich stark für ein Continental-Team. Na, Ino kommt auch an Dupont nicht so richtig ran. Er wird hier von dem anderen Team immer die ganze Zeit geblockt. Es fährt wieder noch einer von Tartelletto dazwischen. Die letzten 2 Kilometer. Und auch die letzten 2 Kilometer der Saison. Dupont geht. Nimm den guten alten Bernard mit. Ja, aber ja, Dupont reißt halt einfach nichts. Immer bei den Top-Favoriten dabei, aber great gewinnt stop. Tut er nicht. Teamwork really paid off and their sprinter brings home the bacon. Und da wir hier mit den Führenden ins Ziel kommen, ist es Fakt. Wir haben auch diese Rundfahrt gewonnen, Leute. Wie the race geil. Is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Ja, die Kamera war nicht so schön. Fände ich immer, wie gesagt, viel geiler, wenn die Kamera kommt, dass sie gleich bei den Vorderen sind und nicht erst, wenn die Kamera das zweite Mal kommt. Also Cyanide, es gibt hier an dem Game noch unheimlich viel zu verbessern. Weil, wie ich es immer erwähne, ich bin schon unheimlich froh, dass ihr dieses Game überhaupt rausbringt. Das ist schon echt nice von euch. Ja, komm, die checken wir uns jetzt ein allerletztes Mal in dieser Saison. Die Siegerehrung. Die Etappe für Flowride. Das Etappenrennen für Bernard Hinault. Wunderschön. Echt zu nice, dass dieser Clou auf der vorletzten Etappe noch geklappt hat.
Bergtrikot für Bernardino. Ja, Sprinter-Tico nicht. Aber haben wir immerhin auch noch mal den 8. eingefahren. Dafür wird es zwar keine Punkte geben, aber naja, immerhin 8er. Aber jetzt kommt noch mal Bernardino. Von den beiden Süßen noch mal deine Küsschen ab und jubel noch mal das Team schenken wir uns. Wir haben ja kein Team gehabt. Ja, wunderbar, das haben wir gerade gesehen. So, der wird mindestens 11 Punkte rausknallen, wenn nicht sogar 52 gleich. Super. Bam, und schon wurde es wieder verbessert. Stufe 12 doch noch erreicht. Wie geil ist das denn? So, wir könnten jetzt zwei Etappenrennen nehmen, würde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte geben. Aber wir wollten ja den hier nehmen, okay, wird auch nicht gerade viel mehr geben, aber immerhin einen Ebene, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch nicht gerade viel. Ich hätte mir jetzt ja hier so bei Zähigkeit und Ausdauer ein bisschen mehr gewünscht. Aber zumindest kriegen wir hier auch nochmal den Prolog auf 70. Das bedeutet, mit dem auf 70 und dem auf 71 haben wir schon wieder zwei grüne Werte mehr. Und das bedeutet, wir haben nur noch drei nicht grüne Werte. Und Nordklassiker, wie gesagt, machen wir auch erstmal nichts. So, dann haben wir das auch nochmal geregelt. Ja, und jetzt müssen wir nur noch Saisonabschluss machen. Denn jetzt gibt es ja nichts mehr zu tun. Training brauchen wir auch nicht mehr einstellen. Dann gehen wir mal die Saison durch. Wir gehen über die Ergebnisse. Dann gehen wir mal nach unten, was wir so gerissen haben in dieser Saison. Also, bei den Cyanide Cups haben wir nur zweimal den dritten eingefahren, sonst nichts gerissen. Dann Grand Prix de Marseille auch nichts gerissen. Grand Prix de Bézèges auch nichts gerissen. Bei der Tour de Var haben wir dann zumindest mal die Bergwertung gewonnen. Und bei der Istrian Trophy ging es dann los. Die haben wir gewonnen, die Punktwertung mitgenommen, die Bergwertung mitgenommen und noch eine Etappe gewonnen. Ja, dann zwei Klassiker, wo wir nichts gerissen haben. Bei der Settimana Ciclista Internazionale, da habe ich gekämpft, aber konnte man leider nur den dritten mitnehmen. Boah, dann Tourango ist auch nicht gut gelaufen. Tour de Ardennes ist ganz schlecht gelaufen mit nur dem 33. Platz. Ja, dann kommen hier nochmal so ein paar Mauerergebnisse und dann kommt die Tour de Bretagne, die wir gewinnen konnten und auch eine Etappe gewinnen konnten. Dann den Grand Prix de Aulne. Das ist dieses komische Kackrennen, was ich nicht mag. Was immer so ganz komisch läuft. Konnte mir auch nichts reißen. So, Alpes Isère haben wir einen zweiten gemacht. Classic Mercantour 5. Die Route Aurelienne haben wir gewonnen. Die Tour de Occitanie haben wir gewonnen. Beim Championnat de France waren wir in der Ausreißergruppe und haben leider nur den zweiten gemacht. Aber immerhin trotzdem ganz guter Erfolg. Die Sibiu Tour haben wir dann wieder gewonnen und die Punktewertung mitgenommen und drei Etappen gewonnen. Torres Vedras Tour haben wir auch gewonnen, Punktewertung, Bergwertung mitgenommen und eine Etappe gewonnen. La Route d'Alsace, das ist ja gerade mal gar nicht so lange her, die haben wir auch gewonnen und eine Etappe gewonnen. Circuit de Lane leider nur siebter. Tour of Arctic haben wir gewonnen, Bergwertung gewonnen und auch eine Etappe mitgenommen. Route Poitou-Charente, das ist ja ein reines Flachrennen. Da konnten wir aber durch unseren zweiten Platz beim Zeitfahren insgesamt den zweiten holen. Lillehammers Classic gewonnen. Ja, Ronde Isar, da haben wir richtig gerockt. Die ganze Rundfahrt gewonnen, Punktewertung gewonnen, Bergwertung gewonnen. Drei Etappen gewonnen. Ja, und dann bleibt ja nur noch die Tour of Turkey. Eine Etappe gewonnen, die siebte, eine Flachetappe und die Bergwertung mitgenommen und die Gesamtwertung genommen. Sehr schön, würde ich mal sagen. So, und da jetzt ja hier nichts mehr passiert, ne, mache ich hier den Saisonabschluss und wir sehen uns dann wieder, wenn die neue Saison startet. Bis dahin, bis dann und ciao.